So, und wir sind wieder bei Assassin's Creed mit der hässlichen Rüstung. Also, ich kann sie einfach nicht leiden, ne? Oh, ich sehe gerade, da kann man was kaufen. Ja, wir stehen hier vor der nächsten Leonardo-Mission, nachdem wir die eine im letzten Part beendet haben, wo ich grandios gefailt habe, doch nochmal. Scheiße, das geht mir immer noch auf. Und ja, wir haben im letzten Part noch eine Christina-Erinnerung gemacht, wo sie im Grunde so, also nicht wörtlich, aber sie meinte ungefähr so, sie will Ezio nie wiedersehen. Na gut. Aber wie gesagt, eine Mission mit Christina müsste noch kommen. Angriff treten, krieg ich hin. Doch zuvor den Aufseher hier erwischen, dann Leonardos Kriegsmaschine zerstören. Bla bla bla, vorne und hinten. Da oben ist er. Und tot. Ach so, ja, ich habe übrigens noch jetzt auf dem Weg hierhin. Ach, ich hau mal ab. Meine Rekruten auf Reisen geschickt. Die sind jetzt momentan dabei, irgendwelche Missionen zu machen, um Erfahrungspunkte zu kriegen, ein paar Level-Ups sich zu holen. Und du hast einfach einen Bürger gekriegt. Gut, dass die Bürger immer so wunderbar im Weg rumstehen. Ich lese es doch alle um. Ich sie alle um. Tot. Und tot. Hervorragend. Wo ist die Leonardo-Mission? Ist die Leonardo-Mission? Lass mich mit den Herolden in Ruhe. Viel weiter im Süden. Ihr habt so recht gerichtet. Und. Falsches Tor gesucht. Aber so, jetzt einfach immer der Mauer entlang. Wir haben ja schon fast sowas wie Zeit. Nicht wirklich. Ich hab's schon gesagt vor zwei Parts oder so, dass das Projekt wahrscheinlich noch sehr lange dauern wird. Und mit sehr lange meine ich sehr lange. Weil, auch wenn ich jetzt hier alle Leonardo-Missionen und alle Christina-Missionen habe, damit habe ich zwar so den... Die schönsten Sachen, sag ich mal, weg, aber dann kommen immer noch die ganzen Sachen wie Diebesmission, Kurtisanenmission, Auftragsattentate, Templar, Agenten gibt's auch noch. Das wird uns noch nicht lange beschäftigen. Das unterschätze ich selbst teilweise auch noch so ein bisschen, wenn ich mir jetzt überlege, wie lange welche noch brauchen wird. Das ist jetzt das Part. Irgendwas im 40er Bereich, glaube ich. Anfang 40. Oder so. Ich weiß nicht. Irgendwas bei 40. Und ich würde mal sagen, wir brauchen... Oh, geil, das Boot. Tja, wie lange brauchen wir wohl? Lange. 80 vielleicht? Ja, so lange vielleicht auch ja nicht. Aber mal gucken. Eines der drei Tore öffnen. Sag deinen Kameraden, dass nur Eduardo sich der Erfindung nähern darf, um letzte Hand anzulegen. Ja, Capitano. Er sieht sich den Mechanismus vom Boot an. Ja. So, ah, da ist, sehe ich schon. Mission erfolgreich. Lass mich in Ruhe. Ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun. Da vorne ist der Architekt. Schöne Sache, dieser Architekt ist etwas kooperationsbereit. Wir müssen diesmal nicht verprügeln. Gib mir die Pläne. Ihr seid der Assassine, stimmt's? Ihr müsst Cesare stoppen. Ich helfe euch. Ich bringe euch zu ihnen. Grazie. Ja, Eduardo Folger, also das ist Eduardo. Interaktion mit der Gondel führt zur Desynchronisation. Ja, das kommt meiner Meinung nach ein klein wenig zu spät. Beim ersten Mal habe ich einfach gedacht, ja, guck mal, er fährt, dann... Jetzt sieh mich an. Capitano di questa barca di merda. Ja, ja, redet du mal.
Beim ersten Mal dachte ich einfach, ach komm, ich springe nur auf die Gondel auf und lass ihn rudern, ne? Ja, träum weiter. Er ist natürlich sofort ins Wasser gesprungen und gestorben. Das ist irgendwie immer so, wenn man auf eine Gondel aufsteigt, wo bereits jemand ist, nee, das funktioniert nicht so gut. So, es gibt hier drei Tore. Eins davon müssen wir selbst öffnen. Die werden automatisch von den Wachen geöffnet. Deswegen verstehe ich den Zusammenhang nicht ganz, aber naja. Auf der Tat, warum sollte ich? Ich muss da rum. Was ist das jetzt? Also ja, weil da sitzt eine Wache, die merkt, Chef will durch. Und macht das Tor auf. Drei Tore gibt's. Alle drei werden so geöffnet und eins davon müssen wir selber machen. Warum? Muss ich jetzt eigentlich nicht mal fragen. Das ist einfach so. Ja, wahrscheinlich ist den Entwicklern an der Stelle einfach nichts eingefallen, wie man eben 100% machen könnte. Ist meine Theorie. Kann natürlich auch sein, dass es wohl überlegt war, allerdings verstehe ich es nicht. Ich schaffe es schon, das zweite Tor selbst zu öffnen, wenn ich mich ein bisschen beeile. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich nicht zu weit vorrenne, weil dann steht hier wieder irgendwie Entfernung beibehalten zum Ziel. Ich glaube zumindest, dass es dann da stehen wird. Wo wir jetzt noch nicht da stehen, wir sind ja schon ein ganzes Stück weiter weg. Ach, da steht's ja. Der hat doch was zu verbergen. Ich habe im ersten Moment gedacht, er sagt jetzt, der hat doch was genommen. Könnte man natürlich vermuten, wenn man so komisch durch die Gegend rennt. Ich weiß nicht, diese Rüstung gefällt mir einfach nicht. Vor allem stelle ich sie mir sehr unpraktisch vor, weil, etwas andere Rüstung ist ja, offen unten am Rock, oder wie auch immer ich das nennen soll. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, der Rock, oder wie immer ich das nenne jetzt hier, der ist zu, ne? Verstehe ich nicht ganz, wie man damit laufen, okay, das geht vielleicht noch, wenn er weit genug ist, ne? Aber irgendwie klettern, das stelle ich mir mega unpraktisch vor. Und auch gerade, wie er da oben auf dem Pfosten drauf saß, das muss doch irgendwie scheiß unbequem sein. Aber gut, Ezio muss sich damit rumschlagen. Es beeinträchtigt auf keinen Fall das Spiel. Wäre auch irgendwie blöd. Ja, das ist zwar die beste Rüstung, aber ab jetzt kannst du nicht mehr klettern. Ach, fantastisch. Ein neuer Gestank. Als hätte der alte nicht schon gereicht. Auf dich zu beklagen, du Vogel. Er ist so nett und hilft uns, aber jammern tut auf jeden Fall viel. Ich möchte noch ein paar Bolzen. Das war blöd. Und das tat wahrscheinlich weh. So. Hopp. Tot. Ja. Beeil dich mal da hinten mit deinem Schiffchen. Ich fahre gedacht schneller. So sind die Alten oben rumgelaufen. Nicht sehr subtil. Aber gut, damals war es ja auf jeden Fall so eine. Du hast eine Klamotten schon erkannt. Oh, der Typ hat Geld. Was auch wieder blöd ist, wenn da so ein Dieb vor dir steht. Ne? Oh, der Typ hat Geld. Oh, sehr gut. Wobei damals brauchte man sich um das keine Sorgen zu machen. Du bist sowieso irgendwann einfach tot umgefallen, weil ich die Beste erwischt hatte. Das war zwar erst Mittelalter, aber passiert schon mal. Ich wechsle mal wieder die Knarre. Ich wechsle die Knarre. Ja, fast schon, ne? Da war es auch schon. Ich könnte das Tor auch öffnen. Warum? Ich habe eins geöffnet und das reicht mir. Jetzt müsste ich ja wieder hier hochklettern und so. Das war ein komisches Stil, das Ding zu bedienen. Ach, das merke ich jetzt, deshalb hier wird's ja blöd. Genau. Also ich glaube, es ist halt gedacht, dass man sich jetzt hier drunter hertaucht. Da nochmal taucht. Da nochmal taucht. Darüber. Oder auch nicht. Man könnte auch einfach Deckung hinter dem Boot suchen. Also ich glaube, der Sinn ist halt, dass man jetzt hier
Einfach für die Schmerz. Völlig bescheuert. Man könnte auch einfach, gut, das ist natürlich so ein bisschen das Problem an Ezios Kleidung auch, aber wenn Ezio, sei jetzt mal, etwas normaler gekleidet wäre, könnte man einfach sagen, ja, wir setzen Ezio ins Boot und der sagt einfach, ich bin der Gehilfe. Wäre natürlich fürs Spiel ein bisschen sehr langweilig, aber was soll's. Yay, plop. Sind wir bald mal da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich glaube, wir sind wirklich bald mal da. Und diese Wachen, die mich sehen. Tot. Dass die Leute immer so schreien, wenn man sie umbringt, verstehe ja gar nicht. Man kann doch auch leise sterben. Wahrscheinlich könnte ich es nicht. Nein. Gut, Eduardo. Ich sehe schon den Eingang. Ich schäme mich und stehe deshalb in der Ecke. Mit dem Gesicht zur Wand. Ja, er schwimmt. Fährt weiter. Wir müssen halt hier rein. Komm schon. Nutzt das Ding. Da hinten sehe ich schon Wachen. Wo mir das mal einfällt, das könnte auch gut sein. Ich habe nämlich noch. Ich habe 5 Wurfmesser. Ich bin mir sicher, dass ich beim letzten Mal alles. Also beim letzten Mal, ne? Als ich durfte, habe ich doch alles aufgefrischt, oder nicht? Komplett mit Munition. Wartet! Haltet! Halt! Ich muss nicht. Das klang komisch. Ach, ich bin auch ein Vollidiot eigentlich, ne? Oh, cool, Geld. Irgendwo bin ich gerade ziemlich dumm. Ja, ich beschwere mich, ich brauche Munition. Und was könnte man einfach mal machen? Richtig, man könnte einfach mal die Leichen plündern. Kugeln, Medizin, Gift, Wurfmesser, wunderbar. Gift hilft mir zwar nicht viel, weil ich sogar Ambus putze. Nee, die Waffe wollte ich nicht haben. Ich dachte, da leg was anderes. Aber von dir, die... Ne, hilft mir auch nicht. Ich bräuchte einen Speer oder eine Axt, weil die würde ich auch einfach mal benutzen. Also, werfen. Einmal Waffenwechsel, von hinten anschleichen und tot. Bereit für den Test? Wir arbeiten Tag und Nacht. Meine Männer können nicht schneller. Ich frage, ob sie bereit ist. Fast bereit. Dann müsst ihr noch eine Nachtschicht einschicken. Er ist unser. Okay, wahrscheinlich keine Munition mehr. Ich habe gerade versucht, irgendwie meine Armus auszuwählen. Er wollte nicht. Aber ist noch nicht so schlimm. Kugel, Wurfmesser. Achso, dich habe ich schon geplündert. Kann ich dich da plündern? Dich kann ich plündern. So, kann ich jetzt wieder. Ja, ich habe auch nur einen Bolzen. Wo muss ich hoch? So, wir haben schon gesehen, das Ding in der Mitte. Ist die Kriegsmaschine. Eigentlich geht es nur um die Kanone, die drauf ist, aber es gibt halt das ganze Schiff. Das Schiff an sich ist halt aufgemotzte Gondel, sag ich mal. Sie ist ein bisschen verändert, wahrscheinlich auch wegen Gewicht und so weiter. Aber es geht primär um die Kanone, die drauf sitzt. Die ist ja auch Marinekanone, ne? Die Mission. Nee, irgendwas habe ich vergessen. Aber was? Ach, da, den Hebel. Ja, komm, Ezio, mach. Das wird zeitlich relativ knapp. Aber... vielleicht mache ich es so einfach nur der Vollständigkeit halber, weil ich doch keine Lust habe, jetzt hier zwischendurch abzubrechen oder so. Dann geht's natürlich wieder mal etwas länger. Checkpoint. Das heißt Checkpoint.
halt. Dingsbund, keine Ahnung. Dingsbund, ja. Dingsbund, ganz wichtig. Wichtiger Begriff. Taukendux, eigentlich eine interessante Erfindung. So, das sollte die letzte Wache gewesen sein. Ja, die hier ist ja schon tot. So praktischerweise. So, das sollte das Wasser reinlassen. Oder? Ja. Plötzlich Wasser. Suddenly, Pineapples. Mal sehen, ob du die Hand beißt, die dich füttert. Auf jeden Fall, wenn ich im Steuer sitze. Ja. Das Unpraktische daran ist, wir müssen sowohl schießen als auch fahren. Und das sind zwei unterschiedliche Teile, wie auch immer. Ein Schiff. Das Ziel sind die Segel. Es gibt Kanonen, die auf uns schießen. Nichts Wichtiges, ne? So. Nebenher noch ein paar Schützen mit Brandpfeilen. So Brandpfeilen, ne? Denk mal ein bisschen Ezio. Ich habe gerade so ein paar Probleme. Ich zeige einfach mal, was das Ding kann, ne? Wir nehmen die Kanone. Und Bums! Brandgeschosse! Das lenken wir. Wir müssen einfach nur die Segel abfackeln, dann geht das ganze Schiff unter. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Das überlege ich mir später. Treffer, Treffer. Nehmen zwar ein bisschen Schaden, aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Da sollte man fragen, wie kann man so eine Kanone bitte erfinden? So, das Schiff brennt. Da sind gerade ein paar brennende Leute über Bord gesprungen, da springen noch mehr. Ja, Feuer ist auf See immer so ein bisschen gefährlich. Takelage reißen, Masten stürzen ein. Okay, das wird gerade etwas übertrieben. Aber scheiß drauf, mir gefällt's. Das wird gerade wirklich etwas übertrieben. Aber was soll's? Es gibt noch zwei weitere Schiffe. Oder sogar drei. Drei! Ja, ich sehe sie auch gerade. Einfach mal mit Volldampf drauf zuhalten. Und schau mal in die Kanone. Feuer! Frei! Ja, das wird wohl nicht treffen. Nein. Nein, nein, nein. Ein Stück mehr. Ja. Schon, das reicht bestimmt, dann bin ich wieder ein Schiff los. Ja, ich glaube, das war ein Treffer. Ja, drei Segel versenkt. Steht da. Drei Segel versenkt, ja genau. Ich versenke nicht Schiffe, ich versenke nur die Segel. Ich bin human. Holt sie runter? Alter, ich bin hier unter euch im Wasser. Wunderbar. Einer bleibt noch. Eigentlich ganz gut, wenn man hier relativ nah ranfährt und von da aus einfach schießt. Wieso lenkst du so komisch? Ich hab dich in die Richtung gelenkt. Ja, ich bin schon hin. Gerade hier mit der Kante gekommen. Und das war's. Sollte zumindest. Das war's nicht so ganz. Ich habe das letzte Segel nicht 100%. Jetzt. So. Jetzt bin ich im Roger dran. Ja, damit brennt das Leben nieder. Das Leben nieder. Ah ja. Okay. Schöner Effekt mit der Sonne, finde ich. Wer das jetzt macht, muss man mir zwar mal erklären, aber... Perdonatemi, Leonardo. Keine Ahnung. Ist auch egal.
Jetzt sollte man sich fragen, okay, Ezio, und wie bist du wieder an Land gekommen? Ist auch egal. Eins der drei Tore öffnen. Selber. Von Hand. Oder mit den Füßen. Je nach Belieben. Gut. Naja. Wir sind wieder in Rom. Irgendwas Interessantes? Nein, das tust du nicht. Schade, sieht nicht so aus, als gäbe es schon die Christina-Erinnerung. Hätte es uns da stehen müssen. Dann gibt es sie wahrscheinlich nach dem letzten Leonardo-Ding. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird so geil. Der Bomber, ich liebe den Bomber. Aber nein. Den gibt es erst beim nächsten Mal. Ich kann gerade mal kurz gucken. Wie ist denn um meine Assassinen steht? Ach, hier sind wir. Die Türme erkenne ich immer. Es gibt Geld in der Bank, das ist auch gut zu wissen. Mal sehen, wo ist der Eingang zum Turm? Da ist der Eingang zum Turm. Nur mal kurz nachgucken. Assassinen. Oh, alle drei sind schon wieder da. Du kriegst Rüstung. Du kriegst auch Rüstung. Lederbrustschutz. Ja, jetzt gibt's noch. Ist halt aus Leder macht Metall, ne? Wenn man nochmal aufrüstet. Sehr schön. Du kriegst. Waffen. Ich bin ein Fan von Waffen. Ja, ihr werdet weiß bleiben. Ihr habt es nicht verdient. Ihr seid nicht in der Story dazugekommen. Ihr seid normale. Ihr seid die beiden, die die Story überlebt haben. In einem schönen Grün. Naja. Ich glaube, das wird auch geändert, sobald sie den offiziellen Assassinenrang haben. Dann tragen sie nämlich, glaube ich, die gleiche Rüstung wie Ezio. Also nicht die Romulus-Rüstung, sondern die normale Rüstung, die Ezio vorher hatte. Und die dann halt in weiß. Na, was sonst? Ja, ich denke, das war's für heute. Schön mit der Leonardo-Mission. Eine fehlt noch, eine Christina-Erinnerung fehlt noch. Ich sehe gerade einen Räuscher. Oh, kommt der zurück in meine Richtung? Nö, kommt er nicht. Dann halt nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.